Ja, dann hatte ich, dann war natürlich oft dann noch meine Frau zu Hause, aber ja, es war auch sehr, sehr schön. Also, man lernt sich ja ganz neu kennen, wenn man sich plötzlich schon vormittags im eigenen Haus permanent über den Weg läuft. Ja, ganz am Anfang habe ich noch überlegt, ob ich sie jedes Mal grüße, wenn ich sie sehe. Ja, aber was sagt man dann? Na? Ganz allein unterwegs? Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe es im Großen und Ganzen in Ruhe gelassen. Ich wollte auch ihre Abläufe nicht stören. Aber ich habe sie natürlich beobachtet. Ja, ich war zu Hause, also habe ich sie beobachtet. Natürlich, was soll ich auch sonst groß machen? Wenn die Kinder morgen aus dem Haus waren, habe ich in der Küche gesessen und habe sie zum Beispiel beobachtet, wie sie die Spülmaschine einräumt. Ja, und ich habe da gesessen und ich habe einfach nur zugeguckt. Relativ schnell habe ich dann gedacht, sag mal, das geht doch auch besser, oder? Also, das kann man doch viel enger da reinpacken. Man kann doch viel mehr reinkriegen in die Maschine, wenn man mal überlegt, wie kriege ich denn viel mehr rein? Oder? Man kann doch viel sinnvoll mit System, aber nee, alles egal wie, Hauptsache geht noch zu am Ende, verstehe ich nicht. Einmal ist sie rausgegangen, da bin ich aufgestanden, habe alles ausgeräumt, was sie eingeräumt hatte, habe es vorsortiert und dann schön säuberlich und viel enger und wie viel man mehr reinkriegt, das ist wirklich enorm. Dann habe ich sie auch reingerufen und habe ihr mal genau gezeigt, wie das aussehen kann, ja. Und da guckt sie mich an und sagt, geh mir nicht auf den Sack. Also sie hat genau gesagt, ja, von mir aus. Ja, jetzt wäre es eure Chance gewesen, naja. Nein, sie hat drei Sachen zu mir gesagt. Sie hat gesagt, geh mir nicht auf den Sack, geh mal aus dem Weg. Wolltest du nicht in die Stadt gehen? Ja, das hat sie gesagt. Aber was sie eigentlich meinte, war natürlich, boah, toll, deine Einräumtipps. Ja, und das ist der Vorteil bei langen Beziehungen, dass man da auch die verschlüsselten Komplimente einfach... Die Mittlere hört mittlerweile auch Kassetten bei uns und bei der Mittleren habe ich neulich eine Kassette mitgehört, da habe ich mich gefragt, worum geht's hier eigentlich? Und ich habe den Ausschnitt mitgebracht, den ich nicht verstanden habe. Es ist ein Originalausschnitt aus Folge 86 der Serie Bibi Blocksberg. Und wir hören gleich einen Dialog zwischen Bibi und ihrer Freundin Moni. Ich persönlich weiß nicht ganz genau, worüber die beiden dort reden. Auf jeden Fall entspinnt sich in Folge 86 original folgender Dialog. Das klappt einfach nicht. Blasenbaby, nicht pusten. Haha, was ist denn da für ein Unterschied? Diesmal klappt es, ganz bestimmt. Pfui, alles voller Glibber. Und wie es geklappt hat. Also, ich finde, die Eierpampe steht dir toll, Moni. Also ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur krank. Im Anschluss an diesen Dialog kommt der Sprecher zu Wort. Der Sprecher der Serie. Ein älterer Herr. Natürlich. Und er hat die beiden, ich glaube, beobachtet. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall spricht er im Anschluss zum Hörer und er sagt im Anschluss Folgendes. Hallo, da seid ihr ja. Na, habt ihr schon rausgefunden, was Bibi und ihre Freundin Moni da eigentlich treiben? Ja,
Nein, haben wir nicht. Aber von dir wollen wir es auch nicht wissen. Und ganz am Schluss hat er noch drei Worte. Ganz am Schluss sagt er nur noch... Pusten, Blasen, Eierpampe. Ich habe immer gedacht, Bibi Blocksberg, das ist irgendwie ganz süß, aber... Das ist eine hochperverse Produktion.